Deborah Meyer, meine Damen und Herren, präsentiert Ihnen den 90-jährigen Criollo Extape Isidoro, vom Geschützler Esperanza und der Asociación de Criadores Caballos Criollo de Europa. Das ist der Tod für Max. Der Criollo sieht bei uns in Europa, der Criollo, ein extrem wichtiges. Es ist das Pferd der Gauchos, es ist das Pferd der brasilianischen Rinde, die damit. Auch durch wirkliches Gelände mit dem Criollo haben sie ein extrem widerstandsfähiges und vor allem auch trittsicheres Pferd. Und meine Damen und Herren, Deborah Meyer zeigt Ihnen Auszüge aus der Hirtenreiterei, aus der Gaucho-Reiterei. Natürlich müssen die Pferde schnell sein. Die Pferde müssen aber genauso kontrollierbar, reitbar sein und auch schnell stoppen können. Vielleicht eine enge Wendung und auch eine, ja, halbe Wendung wie das, eine Vigia-Buenita oder ein Spin, um schnell die Richtung ändern zu können, wenn ein Rennen eine Kuh mal in die andere Richtung losfällt. Die Pferde müssen dabei stets auf ihren Reiter hören, müssen in jeder Situation gut zu handeln sein, reichen eine andere Bewegungsrichtung zu bringen sein, so wie sie uns das hier zeigt, Deborah Meyer, mit Tape Isidoro. Und wenn Sie genau hinschauen, dann erkennen Sie auch hier natürlich Lektionen, wie Sie auf dem Dressurplatz auf der anderen Seite Ihrer Roses and Dreams natürlich in der Perfektion gezeigt werden, die Pirouette, die mit der klassischen Dressur zum Beispiel auf 6 Sprüngen geritten werden, aber hier im Festlandsport mit der Vuelta umdrehen und los! Und das Ganze natürlich von Deborah Meyer ohne gewiss gezeugt, denn die Gauchos, die sitzen manchmal den ganzen Tag auf dem Pferd. Und so ist es für die Pferde natürlich ein wenig angenehmer, wenn sie einfach nur mit Lederriemen um den Kopf gerittet werden. Sie sehen, auch Seitengänge sind kein Problem, denn manchmal muss man ein Ritt im Schach halten und das zeigt sie uns ganz wunderbar. Mit diesem Pferd, das in der Zwischenzeit schon 19 Jahre alt ist, und wenn Sie aufgepasst haben, haben Sie diese beiden schon in der Ausstellung gesehen, an der Bar wurden sie vorhin gesichtet. Also mit diesem Pferd kann man alles machen. Wir bedanken uns herzlich bei Deborah Meyer und dem Criollo Extape Isidoro.